Hallöchen, Freunde. Wisst ihr, was ihr hier seht? Ja, endlich! Der nächste Part von Ocarina of Time ist endlich soweit. Alter, nach einer Menge Aufbietung meiner Freizeit habe ich es dann endlich geschafft. Ich bin wieder auf dem alten Stand, Freunde. Ich habe es endlich geschafft. Mit originalen Skulltulas! Yeah! Natürlich auch allen anderen Liedern, dem 40er Köcher, der 40er Bombentasche, dem Bigeron Sword inklusive allen drei Kleidungen, der vierten Flasche extra dazu. Ach, alles ist wieder da und ach, alles ist schön und ach, alles freut mich einfach nur. Und in diesem Part, ja, ganz kurz auf die Uhr geguckt und ganz kurz ein Frameslack gehabt. Ja, in diesem Part ist jetzt der Boss fällig, der eigentlich schon mal fällig war, was ihr natürlich nicht gesehen habt. Heppa, wow. Okay, durch hier. Ich bin nicht in dem Part davor total in die falsche Richtung geschwommen. Was habe ich mir Trottel dabei gedacht? Hilfe, geh weg, Mann. Da unten kommt gleich ein Stein. Doch. So, ihr wollt Stress, hm? Oh. Naja, wenn er so lange braucht, dann hau ich halt ab. Zick, warte jetzt hier nicht ewig. Ah, oh, ist das schön. Endlich wieder Ocarina of Time. Let's play für euch. Welcher Part das ist, weiß ich jetzt allerdings in meiner Euphorie nicht. Also es hat echt eine Menge Arbeit gekostet. Ich musste es ja doppelt spielen, aufgrund meiner eigenen Trottlichkeit. Was wollt ihr denn? Ihr kleinen Klickerbobs. Ah, das sind auch komische Monster. Also Nintendo hat echt komische Ideen für Monster, muss ich ehrlich zugeben. Naja, aber okay, wir sagen nichts, wahr? Ist ja alles cool und so. Oh, 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 ich glaube, der wird hier gleich wieder zum Dauerklicker. Los, komm her, Mann. Los, ja. Enterhaken und Fatz. So, der nächste. Fatz. Wo kommen die Viecher überhaupt her? Ach, und jetzt wieder Botten an- und ausziehen. Oh Gott, das Spiel habe ich garantiert nicht vermisst, Freunde. Ach, egal. Für euch tue ich doch so ziemlich fast alles. Fast alles. Oh yeah, jetzt müssen wir noch Wasser hochlassen, denn ich muss ja noch eine Skulptur an dem Tempel sammeln. Und zwar, na, die, wo auf dem... Oh Gott, jetzt muss ich gerade aufstoßen. Die auf dem Weg zu, ja, zu Darkling. Da hing ja irgendwo eine Skulli an der Wand. Hehe, jetzt gebe ich direkt mal einen Spoiler frei, den ihr sonst so gar nicht erfahren würdet. Ihr wisst ja, dass ich den Boss-Part schon mal aufgenommen habe. Ja, dabei habe ich diese Skulli nämlich vergessen. Hehehehe, fiel mir gerade mal so auf. Also, naja, das fiel mir nicht gerade eben erst auf, das weiß ich schon eine ganze Weile. Das war eins der positiven Dinge, die ich daran sehen musste. Sonst wäre ich wahrscheinlich in Selbstmitleid zerflossen für die nächsten 10 Jahre und hätte Ocarina of Time erstmal als positives Let's Play eingeschrieben. Was ich garantiert nicht machen wollte. So, einmal hoch. Weil das Wasser muss ganz nach oben, damit wir die letzte Skulltula und auch zum Boss können. Oh yeah. La da da. Ach man, geht doch mal schneller hier. Was mir jetzt angesichts der Tatsache etwas fehlen wird, ist die Tatsache, dass ich das Spiel nicht mehr beschleunigen kann über den Emulator. Das möchte ich im Let's Play vermeiden. Aber das ist ja alles easy peasy. Wir hatten ja Banjo-Tooie bereits geklärt. Ich mag es, das in Originalgeschwindigkeit und nicht gehetzt durchzuspielen zu können. So, aber trotzdem muss ich jetzt irgendwie auf den dritten Wasserstand kommen. Wie war das nochmal? Ich glaube, da musste man rechts hier rein und dann... Frosch im Hals. Ah, lieber als der Frosch im Brunnen. Scheiß alter Märchen-Insider war. So, dann muss ich hier... Oh, war ich hier nicht gerade eben erst? Was kommt mir auch schon wieder so falsch vor? Mann, oh. Heppa! Tja! Nee, ich war woanders, definitiv. Zack, heppa! Nein! Verdammt, ich bin falsch. War ja zu erwarten. Ah, das war's ja wieder. War voll der falsche Gang. Ich Trottel, Mann, oh. Da lädt man endlich nach so langer Zeit wieder Ocarina auf Time hoch und dann macht man auch noch Scheiße. Ah, Mann, warum sind die Frames so laggy? Das ist übel. Oder muss ich da hoch? Ich bin jetzt gerade ein wenig aufgeschmissen. Oder war es hier? Ich gucke auf die Karte ganz kurz. Das kann ja nicht lang dauern. Ich werde schon nicht drum trauern. Ja, genau, das war der zweite Gang. Und heppa! Ja klar, er hängt sich ran, obwohl er auch hätte ins Wasser springen können, aber egal. Mann, was ist denn das? Scheiß Stimme, Mann! So. Ach nee, das geht ja nicht. So, hier wissen wir gleich, kommt wieder eine Spinne runtergejumpt. Los, komm schon.
Her! Und mitten in der Mitte durchgeschnippelt. Richtig übel, oder? So, nein, ich nehme nicht den Fanghaken. Ist gerade nicht nach Fanghaken. Twing! Und aufwärts! Oh yeah, Freunde! Mann, dieses Zelda Special hat eigentlich... Also, was heißt Special? Ist einfach nur... Nach 2 Wochen gibt's wieder Ocarina of Time und... Boah! War Anstrengung pur, Freunde. Das könnt ihr mir glauben. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht... Nee, das könnt ihr nicht nachvollziehen, denke ich. So, erst Wasser spielen. Denn lebensmüde hier runterspringen. Da, 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 da. Scheiße. Ja, genau. So muss man's nicht machen. Genau so muss man's auch nicht machen. Okay, einmal chillig und dann geht's auch. Und oh, das war wirklich eine Menge Arbeit, Freunde. Da, 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 spiel schneller. Okay, Freunde, jetzt noch die Scooby holen und dann können wir zum Boss latschen. Yay, das finde ich doch extrem nice. Oh yeah, habt ihr das gerade gehört? Das heißt nämlich, diese Schlange da, diese Alter, diese Frames gehen mir richtig auf den Wecker. Genau das da, Freunde, diese Sichtlange, die ist unten, wenn... Naja, wenn Dings ist, ne? Warum leckt die Scheiße so? Das tut's doch sonst auch nicht. Finde ich gerade. Not very nice, ne? Alter, das ist ja richtig übel. Naja, da findet sich garantiert eine Lösung für. Na? Na klar, erstmal wollt ihr eh auf die Fresse kriegen, wa? Also das ist auf keinen Fall gerade so wirklich richtig toll. Muss ich ehrlich zugeben, wa? Und... Ja, und meins! Oh yeah, meine 46. Skulltula! Nun habe ich mehr als vorher. Eigentlich logisch, ne? Aber das ist echt... Ich musste so lange überlegen und gucken und denken und suchen und in meinem Lösungsbuch rumforsten, bis ich endlich wieder die Anzahl an Skulltulas wusste, die ich... außerhalb gesammelt hatte. Also in Dungeons weiß man meistens noch, welche Skulpturas man schon eingesammelt hat, weil man ja sowieso einige noch nicht einsammeln kann. Da kann man so ein bisschen locker Überschlag ziehen, aber bei Außenskulpturas musste ich echt nochmal in einige Parts reingucken. Also eine Arbeit von jemand, der Mutter und Vater erschossen hatte. So, jetzt nehme ich natürlich auch noch eine Feme, denn ich stelle mich ja dem Boss nicht ohne eine vierte Feme. Ja, genau. Alles klärchen, Freunde. Okay, dann habe ich jetzt gerade nichts gesagt und ihr habt nichts gehört. Und niemand hat es gesehen und scheiße, ich will's, ich kann es aber nicht rausschneiden, das fällt nämlich auf. Ach ja, ach genau, das war ja der Raum. Okay. Also bei der letzten Aufnahme habe ich es auf Anhieb geschafft. Fragt mich nicht warum, ich bin selbst überrascht über mich. Was das angeht, also ich glaube jetzt könnte ich es auch wieder schaffen. Ja. Wow, wuhu, nice. So Freunde, damit sind wir jetzt hier oben und können dem... Boss des Wasser-Dungeons mächtig in die Fresse hauen. Obwohl der irgendwie gar keine Fresse hat, wenn man mal so überlegt. Ihr kennt ihn ja jetzt noch nicht. Okay, nein, vorsichtig. Das sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Was, wieso? Irgendwas lauert hier. Wieso sieht das nicht aus wie normales Wasser? Das sieht aus wie sehr schönes blaues Wasser. Ach, wie üblich, Nintendo, schöne Wasser-Animationen, aber... Wir springen mal nicht ins Wasser rein, wenn... Oh Gott. Oh Gott. Na, wie scheint recht zu haben? Vielleicht mal doch ein nützlicher Hinweis, den unsere Feder gibt. Wäre was Neues. Irgendwas scheint da im Wasser zu schwimmen. Aber ich sehe nichts. Oh Gott, er peilt unsere Fee an. Du Assmann, was ist gegen unsere Fee? Das ist mein leuchtender Flummi-Mann. Oh Gott. Es nähert sich. Und, oh Gott, seht ihr das auch, Freunde? Es scheint so eine wässrige Sicht zu haben. Bist ein ziemlich feuchter Typ, wa? Oh Gott. Link, dreh dich um, Mann! Was? Oh! Oh mein Gott. Unser Endgegner, Aquamöbis, Wassertentakel, Morpha. Hey, ball deinen Stängel draußen, ich will... Okay, erstmal abhauen. Abhauen ist die erste Pflicht. Man sollte immer möglichst viel Abstand zu diesem Endgegner halten. Der kann einem unter Umständen manchmal wirklich das Knochenmark brechen.
Ach, getroffen. Hättest du nicht mitrechnet, wa? Und noch ein Treffer, ja? Naja, noch ein dritter Treffer, Mann. So, ach, du bist immer noch nicht im Wasser, was? Oh, er holt seine Wassertentakel. Freunde, wenn ihr dieses Geräusch hört, dann ist es für euch Zeit, so weit wie möglich Abstand zu nehmen. Weil dieser Wassertentakel kann ziemlich weit reichen. Und wenn er das tut, dann greift er auch nach euch. Warum kann ich ihn nicht greifen? Was ist das denn? Hä? Du Popel, komm her, Mann! Oh oh, er bildet einen scheiß Strudel. Weg hier. Wow. Ja, genau das meine ich, Freunde. Versucht möglichst gerade zu stehen, dann könnt ihr ihm noch einen Schlitzer verpassen. Hä? Wow! Und neben uns entsteht gerade unsere Säule. Finde ich gar nicht so nice. Okay, er fängt damit an, zwei Säulen zu machen. Das ist ein... Wie gesagt, not very nice. Na komm doch mal her, Mensch. Verdammt. Irgendwo da entsteht schon wieder eine nächste Säule. Ich höre es. Ah, hinter uns wollt Szene machen, ja? Du kranker Pimmel, du! Hey, komm raus! Ja, jetzt auch ein Schlitz! Und das war der Finalschlag für den komischen schwarzen Popel da. Und das ganze Wasser wird abgepumpt. Sieht ja cool aus. Nice. Wir haben den Boss gekillt, ohne irgendwelche großen Probleme, sage ich jetzt mal. Sie wurden auch nicht einmal getroffen. Okay, es war jetzt unbedingt nicht gerade hier geschwindigkeitsverdächtig. Das Ding pinkelt. Ist ja räudig. Auf zu tropfen. Verpiss dich, du bist raus, Mann. Wir haben dich fertig gemacht. Und Splash. Und der Typi, was auch immer es war, ist down. Nee, da ist ein Herz da, das will ich nicht. Und heppa! Jetzt kann uns hier nichts mehr passieren. Ja, war eigentlich ganz logisch, wenn der Bossgegner weg ist. Freunde, Zeit für die Halle der Weisen. Denn hier wartet eine neue Person auf uns. Denn die muss uns ja jetzt was geben. Ja, was geben, und zwar dieses komische Wasseramulett. Aber wir können ja alle schon ahnen, oder die meisten wissen es auch einfach, wer es ist. Ist doch ganz logisch, wer uns erwartet, Freunde, oder? Na klar, unsere Möchtegern-Zora-Braut. Und wie Kai aus der Kiste, ja, meiner einer, wie Kai aus der Kiste kommt sie. Naja, wenn sie kein Fisch wäre, na, ich sag jetzt nichts. Baski, wie geht's, wie steht's? Okay. Ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Boah, trag mal nicht so dick auf, Mann. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe endlich wieder in Frieden leben. Bitte schön. Neigt doch mal gerne gemacht. Wir klappen mal gerne Monster kaputt, ne? Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Nee, abgelehnt, danke. Zählt nicht. Abgelehnt, ich will irgendwas anderes. Naja, das würde ich gern. Aber ich denke, ich merke, dass du an eine andere denkst. An meine Mama. Hat Link eigentlich Eltern? Keine Ahnung. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Na denn, viel Spaß, war. Kann ja auch kurz so viel Spaß machen, war. Immer Wasser hoch, Wasser runter, Wasser hoch. Und du suchst nach Prinzessin Zelda. Gib es zu. Du kannst nichts von mir verheimlichen. Ja, Frauen sind da scharfsinnig, Freunde. Also, denk dran, immer treu bleiben. Nein. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben. Ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Na, niemals. Hallo, sehe ich so aus, als ob ich mich jemals entmutigen ließe, Mann. Ich bin eine Frohmut in Person. Ich weiß, dich wird nicht aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Daher nimm das Amulett und trage es mit Würde. Ja, okay, von mir aus. Ein geschenkten Gaul, guck ich nicht ins Maul. Yay. Cool. Schönes Blau übrigens. Und ich glaube, das Symbol soll das Auftreffen von irgendwas auf einer Wasseroberfläche symbolisieren, weil es ja dann immer dieses Platsch macht und alles spritzt auseinander. Ich glaube, wenn man das, wer sowas schon mal in Slow Motion irgendwo gesehen hat, der weiß, das sieht wirklich cool aus. Das Amulett des Wassers, ja, Ruto hat es hier gegeben. Peng, Pung, Puff aus. Oh yeah,
wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir. Falsche Stimme. Ja, ja, kann ich machen. Treffen wir Sheik überhaupt nochmal? Ja, ich glaube zweimal noch. Oder? Dreimal? Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall noch zu viel. So viel steht schon mal fest. Wir treffen Link derartig, Sheik derartig auf, dass es schon pervers ist. Naja, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Hylia-See. Er füllt sich auf. Hoffentlich ist das nicht die Suppe, die aus dem Bossraum gepumpt wurde. Das wäre ein bisschen ekelhaft, oder? Das Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Kai, du hast es geschafft. Na logisch, Mann. Ich bin der Pro-Checker hier. Da bin ich auch schon. Na, hast du mich gesucht? Oh, da ist ja wieder Sheik. Rute wollte sich bei mir bedanken. Ich verstehe. Ich verstehe nichts. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Na, auf jeden Fall, Alter. Ich meine, sie muss jetzt ewig in dem Tempel da rumhocken. Ist ja nicht so nice, oder? Schau, Kai. Du und Prinzessin Ruto, ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Was? Sie hat doch gar nichts gemacht. Der See füllt sich mit reinem Wasser. Und alles ist wie zuvor. Mann, du solltest dichter werden. Du bist nämlich nicht ganz dicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich hoffe echt, dass das nicht die komische Wassergrütze aus dem Bossraum ist. Das wäre nicht so cool irgendwie. Cool. Ich mag den Hylia-See. Ich finde ihn cool. Link hat einen Ohrring. Hatten wir, glaube ich, schon mal festgestellt. Sheik weicht zurück. Du willst wieder flüchten, du Pornobengel, wa? Hä, wo ist er denn hin? Jetzt hat er keine Dekonus geworfen, was denn für ein Scheiß hier? Hey, hallo. Homo Gaylord. Ach, da oben ist er. Ist ja, fällt ja gar nicht offen, ne? Ist ja voll unauffällig. Alte Scheiße. Und... Cool. So, Freunde, ich mache jetzt ganz schnell Pause, weil der Part ist in the end und so. Ich möchte ganz schnell Pause machen, weil ich will ja noch was machen jetzt hier. Das geht nämlich nur am Anfang dieses Tages. Also, es geht auch sonst am Anfang des Tages, aber ich habe jetzt keinen Bock, einfach einen Tag zu warten. Wir sehen uns im nächsten Pertele, Freunde. Bis denn, haut rein und viel Spaß wieder mal mit Ocarina of Time. Bis denn, ciao.